Verstecken euch schnell. Was? Wir wollen uns verstecken. Los! Eure königliche Majestät, ich bin außerstande, eure Großartigkeit einzufangen, wenn ihr euch zu verstecken beliebt. Na schön. Kuckuck. Pardon, wir werden jetzt folgsam sein. Ich bitte die Unterbrechung zu verzeihen, Majestät. Aber der preußische Gesandte verlangt dringend, empfangen zu werden. Wir werden keinen Krieg führen. Er gefällt uns nicht. Ja, aber der preußische Gesandte insistiert. Hier in Versailles insistieren nur wir. Darf man sich an dem Spaß beteiligen? Der ist uns vergangen. Brennt es etwa am Hof in Berlin? Maria Theresia hat Schlesien fallen lassen, ein eher unbedeutendes Land an der Grenze, aber es zwingt uns zu einem Waffenstillstand. Ein Grund zu feiern? Noch nicht. Noch haben wir sie nicht in die Knie gezwungen. Jetzt muss Frankreich in den Krieg eintreten, um das Werk zu vollenden. Wir wollen keinen Krieg. Er ist uns zuwider. Wir möchten, dass unser Adelstand uns liebt. So erlaubt ihnen, auf dem Schlachtfeld zu glänzen, Majestät. Unser Heer ist schlagkräftig und gut ausgerüstet. Noch ein paar Wochen, dann ist Maria Theresia am Ende. Ich stimme dem Marschall vollkommen zu. Tantchen, wollt ihr etwa auch in die Schlacht ziehen? Mademoiselle de Chartres könnte uns mit gewissen Informationen versorgen, die man nur aus dem innersten Zirkel des Wiener Hofes erhält. Des Hofes und der Armee. So wüssten wir um die Pläne und Schwachstellen des Habsburger Heeres. Mögt ihr etwa eure Schwiegertochter nicht? Diese Person hat aus meinem Sohn einen Hofschneider gemacht. Sie hat unsere Familie dem Spott Europas preisgegeben. Sie muss endlich begreifen, wer in der Familie das Oberhaupt ist. Oh la la, Majestät. Euer Tantchen und der Marschall sind wohl Verschwörer. Der Krieg wird maximal 2 Monate dauern und es darf keine Verluste geben. Wir können doch Maria Theresia nicht den böhmischen Thron überlassen. Diese feiste, stinkende Kröte muss mitleidlos zertreten werden. Wir werden genüsslich zusehen, wie der Schleim aus ihrem warzigen Körper spritzt. Dann werden wir ihre schlaffe Haut ans Nürnberger Tor nageln, damit alle anderen Kröten sehen, was passiert, wenn sie sich gegen die männliche Autorität stellen.